Darf ich dich fragen, ob es eine schwierige Entscheidung für dich war, die Rolle als Direktor Training Entwicklung anzunehmen? Es ist so, dass ich wirklich nur den Fußballinhalt mache. Und die Expertise, die ich habe, sind 20 Jahre Trainer und auch mit dem Wissen, dass meine Perspektive nicht die einzige auf Fußball ist. Deswegen dieses wunderbare Team, das wir zusammengestellt haben. Weil wenn wir zu 11 die Köpfe zusammenstecken, mit Hermann und mit allen, die dabei sind, da kommen schon gute Sachen bei raus. Und ich glaube, das Entscheidende war, dass beim DFB, auch bei Rudi Völler und Bernd Neuendorf, jetzt auch mit Andreas Rettig, der ja nach mir kam, aber dass es völlig klar war, dass ich mich wirklich auf die Inhalte konzentrieren darf. Dass ich mit der U20 Fußballtrainer bleiben kann und das machen, weil wenn du das Management mitmachen möchtest, die Administration, dann frisst das 80, 90% des Zeitbudgets und dann bist du irgendwann im Inhalt, bin ich dann nicht mehr auf dem Niveau.